Ja, moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Nacht Schwarze See, herausgegeben von Ulisse Spiele für das Schwarze Auge. Das ist ein Heldenwerk-Abenteuer mit der Nummer 21. Viel Spaß! Wie das Ganze bei Heldenwerk-Abenteuern ebenso ist, ist auf 16 Seiten gar nicht so sehr viel Platz. Da muss man sich dann sehr beeilen. Aber sie haben sich hier an einem Reiseszenario versucht, was dann wieder um die blutige See oder die Überreste der blutigen See sich dreht. Und darum soll es gehen. Eine Reise, die natürlich auch verschoben werden kann. Die Helden sollen erst einmal, und damit lässt sich der Plot auch relativ schnell zusammenfassen, eine Magierin begleiten von Kunchum nach Al-Anfa. Damit ist das natürlich sehr südlich. Kunchum natürlich sehr warm und dann nach Al-Anfa, da wird es noch wärmer und noch sehr viel feuchter. Und das ist dann ja ganz typisches Piratenmaterial, könnte man fast meinen. Nur dass in diesem Fall die Piraten entweder untot sind oder dämonisch oder ja halt eine Mischung, wenn man dann mit Paktierern spielt und darum soll es gehen. Die Helden begleiten diese Magierin als Söldner oder sie können natürlich auch komplett ohne dieses Szenario spielen. Das wird dann hier auch als Tipp gegeben. Wer nicht diese Magierin benutzen will, der benutzt sie halt nicht. Dann kann man auch eine ganz normale Überfahrt machen. Oder man kann natürlich dann auch, naja, nicht in Kunchum spielen, sondern man kann das Ganze auch verschieben. Meinetwegen nach Havena. Da gab es ja jetzt vor kurzem auch diese Box. In die Box werde ich auch demnächst noch einmal reinschauen. Das habe ich bisher noch nicht getan, weil ich die PDF dazu noch nicht hatte. Aber das werde ich natürlich nochmal nachholen. Auch wenn es dazu schon andere Rezensionen oder sowas gab. Aber ja, werde ich auch nochmal machen. Und wie gesagt, im Rahmen dieses Havena Crowdfundings würde diese Nachtschwarze See eben da auch sehr gut reinpassen. Ja, es wird ganz kurz der Bordalltag an Bord der Möwe beschrieben. Das ist ja Standardkram, gerade für die auch Hochseeabenteuer. Da gibt es ja schon ein paar und ich finde, die Hochsee macht viel Spaß, gerade wenn man dann mit ja richtigen Fluff spielen kann. Ich habe da ja auch schon die blutige See erzählt. Auch wenn wir da auf einer Dämonenarche unterwegs waren, aber natürlich werden wir dann zu Bahamuts Ruf spätestens auch nochmal zurückkehren und dann kann man eben auch dieses Abenteuer auch in Bahamuts Ruf noch einmal spielen. Dieses Heldenwerk-Abenteuer lässt sich also auch perfekt einbinden an anderen Reiseabenteuern, wenn sie dann auf dem Meer spielen. Ja, was soll wie gesagt großartig passieren? Man lernt an Bord der Möwe so ein paar Leute kennen, man muss die Stimmung gut darstellen, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Da braucht man noch eine ganze Menge an Fluff, an Szenen, die sich anbieten. Hier werden natürlich noch ein paar genannt. Es gibt auch ein paar Begriffe, die man dann einwerfen kann, damit man dann sehr seemännisch klingt. Und ja, so ein bisschen Piratenlatein möchte ich fast sagen. Ja, wer die Stimmung dann so ein bisschen ausgestalten will, der müsste hier, wie gesagt, noch mal ein bisschen selber in den Vorbereitungstopf greifen und da so ein bisschen dann ein paar Szenen sich erstellen. Denn auf 16 Seiten kann man dann nicht wirklich viel mehr dazu machen. Da braucht man ja eher dann noch ein bisschen Handlung und das soll dann eben auch noch kommen. Die Magierin hat die Helden natürlich nicht nur ohne Grund angeworben, nach dem Motto, ich brauche ein paar Söldner und wenn ihr mich ja ohne eine Verletzung von A nach B bringt, dann bekommt ihr nochmal einen kleinen Bonus. Nein, die Magierin bzw. das Schiff, auf dem sich die Helden befinden, wird angegriffen. Es gibt natürlich erstmal sowas wie ganz profane Sachen, Sturm und Moralgeschichten. Ich finde diese Moral, die dann sinken oder steigen kann und sich dann auf die Heldentaten auswirkt, finde ich ganz cool. Da muss man das natürlich noch verwalten, da muss man Lust zu haben, aber wenn man das dann eben auch ordentlich macht und gerne dann mit einem offenen Moralsystem, was dann, weiß ich nicht, am Spielleiterschirm oder sowas pappt mit einer kleinen Liste und einer Büroklammer, da kann man dann auf der Moralliste so ein bisschen nach links und rechts wandeln, je nachdem, ob dann die Moral gerade steigt oder sinkt. Das ist dann eben so ein ganz griffiges, zumindest auf so einer OT-Ebene ist das dann einsichtig, wie dann die Moral leidet oder auch nicht. Also wie gesagt, wenn man dann irgendwelche Kisten festzurrt, dann kann man da dann die Moral erhöhen, weil die Kisten dann eben nicht rumfliegen und irgendwelche Mannschaftsmitglieder verletzen. Naja gut, also wie gesagt, es gibt ein paar profane Sachen und es gibt dann einen dämonischen Angriff. Da haben ein paar Paktierer haben erst einen Ulchuchu, also einen großen Algenteppich herbeigerufen und später
kommt dann auch noch der Botschafter von Charybdoros selbst, der dann ein Paktangebot unterbreitet, und zwar der Magierin. Die darf sich opfern. Das ist zumindest eine der vielen verschiedenen Optionen. Ich finde es besonders gut, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, wenn dann verschiedenste Optionen dem Spielleiter an die Hand gegeben werden. Was könnte passieren, je nachdem, wie die Helden sich dann verhalten? Und ja, muss ich loben. Es gibt sowieso viele Tipps, die hier auf den wenigen Seiten angeboten werden. Wer noch andere Tipps haben möchte, der soll sich gerne auch die Playlist dazu von mir ansehen, weil wir waren ja nicht nur auf der Dämonenarche mit der Gezeitenspinne unterwegs, sondern wir waren ja auch bei Ratalsani und der Seeadler von Bailung. Auch da haben wir dann richtige Schiffsabenteuer in Anführungsstrichen dann benutzt mit Piratenlateien, mit seemännischen Begriffen und so, und da muss man sich dann auch vielleicht an Filmen oder sowas orientieren. Aber ich glaube, damit kann man ein richtig stimmiges Abenteuer dann erschaffen. Und wer sowas noch nicht geleitet hat, dem empfehle ich es ganz gerne, weil ich mag, wie gesagt, Reiseszenarien sowohl als Spielleiter als auch als Spieler. Ich finde die sehr, sehr schön. Auch wenn Effort selber nicht ganz so beliebt ist, wie man das an verschiedensten Umfragen dann herausfinden kann. Aber naja, gut, mit der Herwena-Box haben wir jetzt ja auch Numenoro bekommen. Und hier geht es dann ja auch eigentlich gar nicht so sehr um Effort, sondern vielmehr um Charybdoros. Eine meiner Lieblingsgottheiten bzw. Erzdämonen. Da ich ja auch ein großer Cthulhu-Fan bin. Und wenn man irgendwas mit Tentakeln macht, dann wird alles besser. Ja, das ist quasi schon die Zusammenfassung von diesem Heldenberg-Abenteuer. Begleite eine Magierin von A nach B. Sie wird überfallen, und je nachdem, wie die Helden dann agieren, bekommt sie einen Pakt oder nicht. Das ist der Plot. 16 Seiten, gefällt mir gut. Viel mehr ist es nicht. Kommen wir zur Bewertung. Ja, Modularität. Ich mache das ganz schnell. Modularität 4 von 4 Punkten. Das ist ein Reiseabenteuer. Ich kann es nicht nur in Aventurien hin und her schieben, nicht nur in der Zeit, sondern auch im Ort. Und ich kann zusätzlich auch noch einmal den Plot anpassen. Also ich brauche nicht unbedingt diese Magierin. Es ginge auch ohne. Und ich kann es eben nicht nur in Aventurien spielen, sondern auch in jedem anderen System. Daher 4 von 4 Punkten. Das ist ja super. Das geht sowieso mit allen oder mit vielen Reiseszenarien geht das eigentlich sehr gut. Spielspaß, das ist natürlich wie immer von den Spielern abhängig. Wenn irgendjemand keine Lust auf Kampf hat, dann wird man ihn damit nicht herauskitzeln können. Wenn irgendjemand keine Lust auf Reiseszenarien hat, dann eben auch nicht. Aber ich finde, das gehört zu einer guten Pen-and-Paper-Runde gehört das irgendwie dazu. Ich mag Reiseszenarien und ich mag auch das Meer, sonst hätte ich die blutige See und Bahamut Ruf nicht ja, geleitet oder werde sie noch leiten, und dementsprechend gebe ich hier 4 von 4 Punkten mit der Einschränkung, dass das vielleicht nicht jeder mag, aber ich gebe hier meine subjektiven 4 Punkte. SL-Schwierigkeit gebe ich 2 von 4. 2 von 4, weil es muss hier noch auf alle Fälle Eigenleistung erbracht werden vom Spielleiter. So wie es hier drin steht, sollte man es nicht ganz nehmen. Da fehlt was. Das ist, wie gesagt, dann den wenigen Seiten geschuldet. Aber informiert euch hier bitte. Schaut dann in, weiß ich nicht, Filme oder Serien rein. Es gibt ja ganz viele Piratenserien, Filme. Meinetwegen auch sowas wie Fluch der Karibik. Ist ja völlig egal, aber informiert euch noch ein bisschen, damit ihr dann diese Stimmung an Bord noch ordentlich rüberbringt, und dann ja, wird das sicherlich ein sehr gelungener Abend, und die Bonuspunkte, ja, 4 von 4, macht nichts falsch, macht was richtig, natürlich. Ich gebe hier einfach dann die 4 Punkte für Bonus, weil ich ganz generell damit zufrieden bin. Es gibt natürlich noch so ein bisschen Hintergrundhandlungen, die von dieser Magierin. Wer sich für den Hintergrund der Magierin selbst interessiert, der müsste dann in das Abenteuer nochmal reinschauen, denn die ist noch irgendwie verknüpft mit Kelbarra. Die kennt der ein oder andere vielleicht auch noch aus Oron bzw. Aranien. Wer da so ein bisschen im aranischen Hintergrund-Fluff mehr zu weiß, der könnte sich das eventuell denken. Aber ja, es geht hier unter anderem dann auch um diese Magierin. Es gibt natürlich auch ein paar Schiffsmitglieder, die vorgestellt werden, dass sie nicht ganz so farblos bleiben. Aber ja, wie gesagt, macht euch dann noch ein bisschen Gedanken, wenn ihr das leiten wollt, und dann kann man das ohne Probleme auch in die Havena-Box einpflegen. Ja, damit bin ich durch. Ich kann euch nochmal die Gesamtpunkte angeben. Die könnt ihr euch dann hier ansehen, genauso wie den Preis pro Seite, beziehungsweise ganz generell den Preis für diese PDF, beziehungsweise dann
Das Softcover. Gut, damit bin ich durch. Mehr möchte ich gar nicht euch aufhalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.